Ja, hallo und willkommen zurück zur Ergänzt-Kampagne aus Rome 2 Total War. Ich bin der General Pilophas und der Günther Shadow ist auch da. Hallo. Ja, salvete spectatoris und freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wie wir uns hier ja erstmal noch ein bisschen die Eier schaukeln, aber nachher wollen wir es ja noch krachen lassen. Also vielleicht nicht in diesem Part, aber später in der Kampagne. Ganz genau. Und ich habe mir gedacht, wir haben da jetzt so eine coole Armee. Wir belagern Ase jetzt doch nochmal. Aber leider geht das erst nächste Runde. Wie schön. Nur weil ich mich jetzt gerade zurückgezogen habe. Na gut. Ja, ja, die Wirren des Spiels. Ne? Das ist immer so ein bisschen gefährlich. Die Kantabra sind da oben. Mit denen bin ich jetzt also auch im Krieg. Getula, Garamanten. Ja, okay. Und mit den Kesetanern auch, oder? Hoffe ich. Ja, mit den Kesetanern ja sowieso auch. Jetzt muss ich schauen, was mache ich mit der Armee in Kartuba? Zu euren Diensten. Mit der könnte ich natürlich jetzt auch gleich nach Ebora gehen, aber ich glaube, es ist ja nicht so gut, ständig zu erobern, oder? Weil sonst ist die Zufriedenheit Sonst passiert dir das, was mir passiert ist. Minus 98% öffentliche Ordnung in Ammonion momentan. Also, das ist schon heftig. Man muss es echt ein bisschen mehr slow spielen. Ne? Also, aber ja, die ganze Zeit erobern ist nicht gut, aber man muss schon seine Gegner entscheidend schwächen. Ne? Ja, mache ich jetzt auch mal. Ich greife jetzt nochmal Libyen an. Also, Makomades, die Stadt vor Kyrene wird nächste Runde fallen. So viel ist sicher. Und dann werde ich mit der Armee zurückkehren nach Thapsus, schätze ich mal, mit einem Gewaltmarsch. Und dann werde ich überall Aufstände haben und werde die erstmal niederschlagen. Und das werde ich nächste Runde auch machen müssen, ja. Ja, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei mir. Also bei mir wird es jetzt, glaube ich, richtig heftig in allen Provinzen losgehen. Wir werden sehen. Oder beziehungsweise deine Zuschauer werden sehen. Ich werde es ja noch nicht sehen. Jetzt frage ich mich wirklich, was ich machen soll. Ich könnte jetzt in Carduba mit einer Armee meine andere Armee unterstützen oder ich gehe noch eine Siedlung erobern, aber ich glaube, ich unterstütze lieber meine andere Armee. Bleibt die Moral höher, wenn ich mit meiner Armee noch in der Stadt bleibe? Du meinst bei der Verteidigung? Das hängt in der Regel, meine ich, eher von Sonderfertigkeiten ab, aber du hast Moment, auf jeden Fall... Moment, du hast falsch verstanden. Ich meine, die Bevölkerungsunzufriedenheit. Ach so, ja, kann ja, ich die klar. Da nicht einschränken so, das, noch? Das siehst du, pass auf. Klick mal auf die Stadt drauf und dann gehst du auf das dritte Icon unten links, also die Details, ne? Diese Provinzdetails. Und dann siehst du ja... Ach nee, Moment mal, du müsstest es auch so direkt sehen. Du gehst auf... Jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken, wie ist denn das bei mir? Genau, du gehst auf deine Stadt drauf und dann gehst du auf das rote oder grüne oder wie auch immer gefärbte Gesicht auf der linken Seite unter dem Reiter öffentliche Ordnung. Und da gehst du mit dem Mauscursor drauf und dann poppt da so eine Leiste auf und dann siehst du, wie hoch die Militärpräsenz gewertet wird. Ja. Instabilität der Provinz, wieso das? Naja, okay. Hab ich auch. Das ist, weil du erobert hast. Ja. Aber das nimmt um einen pro Runde ab. Also von daher, das wird irgendwann wieder besser. Ja. Ja, aber es wird immer schlimmer pro Runde. Also, ab welchem Minuswert gibt es denn eine Rebellion eigentlich? Ab 100. Das wirst du gleich alles bei mir sehen, Pilo. Das wirst du gleich alles bei mir sehen. Erwartete öffentliche Ordnung ist bei mir jetzt bei minus 100. Und das heißt, nächste Runde gibt es bei mir eine Rebellion. Ich bin mal gespannt. Also ich habe gehört, die Rebellionen sollen nicht so schlimm sein, weil die doch eher mit Mob-Einheiten und so einem Zeug dann halt anfangen zu kämpfen. Schau, dass du in der Nähe der kitzligen Provinzen, dass du halt da ein paar Truppen hast. Ne? Ja, also ich habe jetzt erstmal... Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt eine Full-Stack-Armee kommt und dich dann irgendwie wegplättet oder so. Ja, okay. Also ja, es ist ja sowieso gesagt worden im Vorfeld der Kampagne von Rome 2 auch, dass man sich entscheiden muss, welche Siedlung man aufgibt, welche man behält und so weiter. Insofern, ich kann ja nicht den Anspruch haben, immer alles zu halten, muss ich es halt wieder zurückerobern. Genau. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt zwei Armeen hier gegen die Kesetaner ins Feld, zwei starke Armeen. Und mit denen dürfte ich die ganz locker fertig machen. Gleichzeitig habe ich halt jetzt in Libyen nur eine Armee, das gefällt mir nicht so gut. Ich werde jetzt aber auch... Jetzt ist die Frage, sollte ich in Kartuba, da gibt es wahrscheinlich in drei Runden eine Rebellion, innerhalb von zwei Runden noch die hellenistische große Stadt aufbauen? Nee, definitiv nicht. Also warte lieber auf Tempel oder sowas.
Ich meine, gut, die hellenistische Stadt verbreitet deine Kultur, aber wart mal lieber die Rebellion ab. Also so würde ich das auch machen. Ich würde da jetzt noch nichts reinstecken. Nichts reinstecken. Aber dann hätte ich Geld für eine kleine Armee. In ja, entscheide Tapsus. Du. Ja. Dann hätte ich ja in Tapsus Geld für eine kleine Armee. Streitmächte aufstellen. Staatsmann oder einen, der es drauf hat. Nehmen wir mal Merbal. Und geben ihm mal zur Abwechslung Elefanten. Wie kann ich Karthago dienen? Einheiten rekrutieren. Libysche Hopliten. Kommt, schließt euch unseren Rängen an. 3 Stück. So, und dann habe ich wirklich nochmal eine Verteidigungsarmee für Tapsus. Die kann dann später in die Libellion helfen oder in Karalis. Und dann bin ich absolut abgedeckt. Dann habe ich eine für 2 für Spanien, eine für Afrika und eine für Karthago und die Inseln. So, technologisch muss ich jetzt auch noch eine neue Technologie mehr suchen. Ja, ich habe eigentlich sehr viele Söldner, deshalb sollte ich was für die Söldner tun hier. Söldner. Sieht gut aus. Und dann übergebe ich an dich, Günther. Danke dir. Dann übergebe ich wirklich mal wieder an dich. Wurde ja auch mal wieder Zeit. Wurde ja mal wieder Zeit. Ich bin ja wirklich so ein Sorgenkind. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was bei mir passiert. So, Rebellion bevorstehend. Öffentliche Ordnung ist super mies. Untertan erlangt Allbekanntheit. Der Name eurer Untertan. Eines eurer Untertan ist in aller Munde. Ob sich das als nützlich erweist, bleibt abzuwarten. Schlechtes Omen. Eieieiei. Da müssen wir gleich mal hier. Oh. Mal direkt mal nachgucken. In seiner Sucht nach Lust und Genuss denkt unser Volk nur an die Freuden des Lebens und vergisst den Göttern den nötigen Respekt zu zollen. Ein Festmahl zu Ehren der Götter wird ihre Gunst sichern. Wir müssen 100 Bullen opfern oder nichts unternehmen oder Sanktionen. Wir können nicht zulassen, dass das Volk weiter so verfährt. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die Götter ihren Unmut zeigen. Ja, dann opfern wir 100 Bullen. Das wird bestimmt irgendwas ganz, ganz Furchtbares mit uns anstellen, aber okay. Ach, ich find's nicht schlimm. Ja, du findest das toll, ich weiß. Ich find das richtig toll. I know. Hä? Genau. Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit den Plänen für Kyrene? Kommst du da bald hin? Das dauert noch einen Moment bei mir. Ich kann dich beruhigen. Da ist nämlich eine starke Armee drin mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Einheiten, ne? Nice. Hast du was zu tun? Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wer hier die bessere Moral hat in der Stadt. Oder ist es identisch? Du erwartest meine Befehle. Du kannst ja mal. Was hat denn der so für Bonnie durchqueren? Plus 1 Gravitas pro Runde. Plus 5 Moral. Fähigkeit neuer Aufschwung. Fähigkeit Kriegsschrei, Hingabe, Abkühlungsrate, Spezialfähigkeiten, Nahkampfschaden und so weiter. List. Also Wunden in Notwehr. Ich muss mir gerade angucken, ob der hier irgendwelche schlechten Eigenschaften hat. Plus 10 Moral, plus 10 Moral. Oh, und plus 2 auf öffentliche Ordnung. Ja, komm, nee, dann behalten wir den. Öffentliche Ordnung ist genau unser Ding. Genau so unser Ding. Ja, das Wachstum in dieser Provinz ist momentan lächerlich bis nicht existent. Genau, du dienst mal unserem Pharao. Hierhin. So, militärischer Eifer überbringt diese Nachricht von glorreichen Gefechten und großen Siegen und inspiriert die lokale Bevölkerung. Der Anstieg militärischen Eifers hilft zudem, die Siedlung vor Ort vor Agenten zu schützen. Linksklick zum Aufstellen. Wenn diese aufstellen können, Agenten keiner mehr seine Ziele verfolgen. Okay, dann machen wir das mal. Wir laufen mal hier rüber. Zu euren Diensten. Du tust erstmal jetzt das und dann hier drüben ist die Stadt gewachsen. Da müssen wir natürlich was bauen. Kostet immer ein bisschen was, aber ist okay soweit. Wir können hier eine Wohlstandsprovinz draus machen, was ganz cool wäre. Wir haben noch keinen Tempel hier,
Einen Tempel sollte man haben. Wir können aber auch eine Agora bauen. Wohlstand durch Kultur. Wie weit kann ich die ausbauen? Jetzt muss ich mal wieder diese ewig langwierige Rome-Enzyklopädie laden. Tu das, tu das. Ich schaue mir in der Zeit unnütze Provinzen an. Große Bibliothek. Wow, aber die müsste ich in einer anderen Provinz bauen. Das mache ich nicht hier in Jerusalem. In Jerusalem muss ich eigentlich einen Tempel bauen. Ne? Ich kann auch hier ein Industriegebiet bauen. Mit Wohlstand durch Industrie. Der Tempel stellt eine Einheit Mob bereit. Das ist ja in Petra. Ah ja, okay, das ist ja in Petra. Nee, Petra kriegt dann hier das Industriegebiet. Ein bisschen Industrie wäre da nicht schlecht. Dann holen wir uns noch ein paar kleinere Einheiten. Die leichte Kavallerie ist recht teuer. Gepriesen sei Balhamon. Nubischen Speerträger sind teurer als die ägyptischen Pikiniere. Oh, die sind auch besser. Ach, ich kämpfe die ganze Zeit wirklich mit den Ultra-Noob-Einheiten. Das ist ja witzig. Ah, ja, kommen wir mal gerade weiter. So, die da kriegst du. So, können wir noch was bauen? Ja, wir können noch was bauen. Sehr geil. Wenn wir Nahrung oder Wohlstand? Wir wollen eigentlich Nahrung haben. Diospolis. Aber hier wird auch gleich die Provinz wachsen. Also könnten wir die Kohle auch sparen. Du hast doch hier oben jetzt so eine Militärkaserne gebaut. Dann holst du mir mal eine... Ja, dann holst du mir mal so eine, ein Trüppchen. Dein Schleuderer noch dazu. Gar nicht so verkehrt ist. Jetzt haben wir nur 900 Kröten übrig. Wir gehen noch in die Diplomatie rein. Schauen mal schnell, ob wir noch irgendwo was Cooles verhandeln können. Oh, mit den Makedonen. Ja, wie wär's denn da mit Handelsrechten? Wir kämpfen für euch. Oh, mach mal Zahlung anbieten. Oder so. Das Handelskommen bringt pro... Oh ne, warte mal, das bringt nur 64. Meine Güte. Okay, alles klar. Dann fuck you und... Moment, wir sind noch nicht durch. Libyen hasst mich. Schön. Ja, finde ich auch toll. Wahrscheinlich, weil ich mit dir gehandelt habe. Ja. Oder Handel treibe. Ne? Ist okay. Ja. Handelsabkommen mit Sardes brecht da auch nicht so viel. Das brächte auch nicht so viel. Ich habe Kyrenaika und die hassen mich auch wie die Pest. Den kann ich nicht handeln. Mit denen handel ich schon. Mit denen will ich handeln, aber die wollen nicht mit mir. Ja, die haben nämlich paar interessante Handelsressourcen. Okay, lehnen sie ab, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie das aussieht mit so einer zivilen Revolte, ne? Das müsste jetzt gleich bei mir der Fall sein. Let's have a look. Aber ich glaube, jetzt bin ja ich wieder dran. Oh, ich habe hier das Event, oder den Event Sklavenaufstand. Oh. Heieiei, ich habe ja auch einige Sklaven genommen. Ich glaube, das hat die Zufriedenheit auch nochmal runtergezogen. Ich sollte die in Zukunft einfach alle töten. Wofür brauche ich Sklaven? Sklaven erhöhen halt den Provinzwohlstand, aber können eben auch zu Unruhe führen. Ach, deshalb verdiene ich nicht mehr Geld. Ich bin jetzt mal gespannt, wo es den Aufstand gibt. Also es könnte bei mir sein oder bei dir. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist bei mir. Sklaven, Zypern, du bist doch... bekloppt. In Zypern gab es einen Sklavenaufstand. In Zypern? Das ist doch bescheuert ohne Ende. Naja, okay, dem Krieg auf der Seite des Verbündeten beitreten. Komm. Also ich hänge noch bei Rom. Interessanterweise. Hier. So,
So, okay. Ja, das war dann jetzt, weil das meine Satrapie ist, deswegen. Ist das geil, ist das geil. Achso, machen wir einen kurzen Cut, ne? Ja, kleiner Cut, bis dann. Jo, und der Cut ist vorbei. Hafensiedlung blockiert, Lapkis, da werde ich belagert. Wunderbar, ne? Unsere Agentin hier wurde entdeckt, die liebe Lapkis. Ich lebe um dem mächtigen Karthago. Nee, Jezebel wurde. Lapkis heißt ja die Stadt, meine Güte. Wurde entdeckt, deshalb ziehen wir die mal ab. Schnell, bevor der noch was passiert. So, dann. Du sag mal, noch, ja? Ganz kurz eine Frage, Pilo. Weißt du das, wo man sieht, welche Weltwunder man kontrolliert? Nein. Leider nicht. Okay. So, also die Pyramiden von Gizeh, die sieht man halt relativ gut, ne? Aber alles andere. Margo hat schon einen vollen Haushalt. Ja, aber das bringt uns einen Kampfbonus. Da werden wir gleich mal ersetzen hier. So, unzufriedene Bevölkerung in Betika. Quartiermeisterrecht. Wir haben libysche Hopliten jetzt ausgebildet, um die Belagerung zu beenden. Heieiei, Enthapsus. Aufgefrachte Bevölkerung in Magna Graecia. Geweihter Boden in Lapkis fertig. Ach, ermutigte Bevölkerung in Carthaginiensis. Immerhin etwas. Ebenso in Sardinia et Corsica. Und jetzt hat Rom Epirus den Krieg erklärt. Vielleicht gehen die ja jetzt auf Epirus. Das wäre ja ganz schön. Zu euren Diensten. Jetzt frage ich mich. Ich werde hier von einer Hafenflotte belagert. Ich habe aber eine Landstreitmacht dagegen. Euch, wie kriege ich die jetzt weg? Also du könntest tatsächlich einen Ausfall machen. Das würde dann so aussehen, dass deine Landtruppen auf Schiffe versetzt werden und dann angreifen. Meine Elefanten auf Schiffe. Ja, super. Super, ob das super. Bei denen geht, weiß ich nicht. Also bei den Elefanten geht, weiß ich nicht, aber... Oh Mann. Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, klar. Naja, dann wollen wir erstmal hier Makomades unterwerfen. Heieiei, sind da starke Einheiten plötzlich. Verdammt nochmal. Was ist denn da passiert? Woher haben die denn auch karthagische Hopliten? Ich sehe auch übrigens, dass diese Rebellenarmee, die ich vorhin eher als schwach eingeschätzt hätte, auch gar nicht so schlecht ist eigentlich. Der hat schon ein bisschen was an Truppen dabei. Jetzt habe ich die Wahl. Kämpfe ich das jetzt hier? Und verliere also möglicherweise eine Armee? Ah, das ist richtig stark, was da alles da ist. Andererseits, da ist auch Mob dabei teilweise, ne? Du, ich schlag das jetzt. Ja, mach das noch. Also, warte mal kurz. Warte. Aber ich will mir das mal ganz kurz angucken. Hast du Dicke? Das Problem ist eher... Also gut, wenn... Also ich denke mal, du wirst es schaffen, weil die AI eh total rumbackt, ja? Das hoffe ich. Ansonsten karthagische Hopliten machen mich platt, eigentlich. Wenn du jetzt eine richtige Herausforderung suchen würdest... Nee, ich klicke dann doch auf Zusehen, ja. Nee, hallo? Bei der Kräfteverteilung? Das ist auch nur ein Witz, keine Sorge, okay. Bei der Kräfteverteilung. Das muss schon eine ausgeglichene Schlacht sein, wo wir dann gegeneinander kämpfen. Das ist wahr, das ist wahr. Aber heieiei. Es ist echt ein bisschen schwierig. Jetzt werden zwei Städte von mir von den Libyern belagert über See. Und ich erobere jetzt gerade hier eine Stadt der Libyer noch. Es wird knifflig auf jeden Fall. Es wird alles knifflig und in Spanien sieht es auch nicht so toll aus. Bisschen schwierig. Ach, Victory Point. Perfekt, gewonnen. Es gibt ja Victory Points. Dann bin ich wieder zuversichtlich. Der einzige Nachteil könnte hier jetzt tatsächlich sein, dass du halt nur einen Victory Point hast und vielleicht die AI da drauf campen will. Naja, ich rase jetzt erstmal los zum Victory Point. Ach, da ist ja noch was. Ach, da ist ja noch ein Feind. Mist. Und die Schiffe legen alle an, wahrscheinlich. Ja, die hat ja auch alle in den Hafen gestellt. Aber die blockieren sich gegenseitig. Sau gut. Ja, also, ich find's auch gut. Die blockieren aber ein paar sich legen auch an. Zwei legen ja zumindest an. Also, ey, du hast echt Glück, weil die ganzen fetten Einheiten, die karthagischen Hopliten und so, die sind alle auf den Schiffen. Das heißt, die werden alle nicht rechtzeitig da sein. Also hau rein, ja. Hau sie um. Ich hau sie um. Versprochen.
bin sehr motiviert, sie alle zu töten. Das kannst du mir glauben. So, und jetzt rücken meine Phalangen auch ein bisschen vor. Ja, danke. Um dich zu motivieren, ja. Um mich zu motivieren. Das motiviert mich doch gleich, dass du mich motivieren willst. Nein, das macht mich traurig, weil das jetzt so aussieht, als hätte ich deine Motivation nötig. Ja, man kann ja auch alles in den falschen Hals kriegen, nicht wahr? Ja, genau. Du meinst ja bestimmt auch alles böse, deshalb. Ja, ja. So, mein General naht schon. Ich glaube, die erste Einheit flüchtet. Haben ganz gut gearbeitet jetzt gerade. Oh ja, die haben sich echt gelohnt. Die müssen aber gleich nochmal eine Salve abgeben hier. Ja, die haben sich nochmal gefangen. Jetzt aber. Hinners, der hat ja auch nicht mehr viel. 20. 15 von 120. Ja, der ist tot. Den hast du sogar, glaube ich, komplett vernichtet jetzt. Ja, fast. Ich verzichte auf die letzten 5 Männer. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel Kollateralschaden jetzt bei dem Kampf. Ich werde mal ein bisschen motivieren müssen jetzt. So, jetzt ziehe ich mich da ein bisschen raus. Und das hat jetzt den Vorteil, dass meine Fernkämpfer besser reinwerfen können jetzt hier in die Einheit. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also ich kann dir nur prognostizieren, wenn ich gerade sehe, wo der mit seinen spartanischen Hopliten landet, ist der niemals da, bevor... Karthagisch, ja. Ja, mit seinen karthagischen Hopliten. Der ist niemals da rechtzeitig, um den Victory Point zu verteidigen. Das freut mich doch schon mal sehr. Ich habe nur die Befürchtung, dass am Victory Point sich die Einheiten alle wieder fangen, ne? Na, das kann natürlich sein. Also das wäre ja typisch Rome, ne? War bei Rome 1 schon immer so. Yep. Ja, war natürlich genau. Auch ganz praktisch für einen selber. Aber du hast Glück, die kommen halt alle direkt wieder zurück und wollen sich mit dir metteln. Also von daher... Jo. Gehen wir mal auf den Mob, damit der auch mal ein bisschen Angst kriegt. Kräfteverhältnis hat sich schon ganz stark zu deinen Gunsten verändert. Yep, obwohl da eben noch die karthagischen Hopliten kommen. Ja, aber sind wir ehrlich, auch eine Einheit karthagische Hopliten kann jetzt deinen 7 Einheiten da nichts entgegensetzen. Also, ja, ich habe auch noch genug Munition, glaube ich. Ja, dann würde ich nicht mehr auf den Mob schießen halt, ne? Oder, aber du schießt sowieso auf die Pikiniere da, ne? Also auf wirklich, die was fängst du von mir? Ich bin immer wieder aufs Neue beleidigt hier. Das habe ich nicht von dir gedacht, das war nur ein Hinweis. Ja, ich würde auch, nicht weiter auf den Mob. Es ist ja auch an unsere Zuschauer gerichtet. Die wollen ja auch ein bisschen was über Strategie lernen. Natürlich. Du beleidigst also auch noch meine Zuschauer. Genau, ich beleidige dich und deine Zuschauer damit. Ja. Also, wie konnte ich nur mit dir ein Duel machen? Schrecklich. Ja. So. Jetzt gehört der Victory Point dann auch uns. Wir können mal ein bisschen schneller machen. Juhu, wir haben gewonnen. Ihr seid alle Loser. Oh, da kommen tatsächlich noch ein paar Pikiniere zurück. Der Jen, oder was? Eieiei, erschöpft. Standhaft Verluste erlitten. Den müssen wir natürlich auch noch holen, den Fadatyu. Denn wir wollen ja hier den Point einnehmen, so langsam. Und da kommen ja schon von Land die libyschen Speerkämpfer an. Das heißt, da müssen wir auch wieder schnell hin. Genau, schnell mit der Infanterie vor. Okay, das sieht gut aus. Au! Da wird mir jetzt reingeschossen von den Speerkämpfern. So ist das natürlich nicht geplant. Aua, da habe ich ja Verluste wie sonst was. Siehst du das? Ja, aber wie sonst was? Ja, doch, geht. Oh ja, da sind ein paar gefallen, ja. So, jetzt kommen mal meine Fernkämpfer. Zeigen denen jetzt, wo der Hammer hängt. Und wo der Speer fliegt. Vor allem, wohin er fliegt, nämlich in euer Gesicht, ihr blöden libyschen Speerkämpfer. Schafft er niemals, da noch rechtzeitig zu kommen. Also gewonnen hast du das auf jeden Fall. Interessanterweise bewegen sich meine Einheiten gerade in Zeitlupe und jetzt kommt die Salve rein. Hei, ei, 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 ei. Hei, ei, ei. Da brennt aber alles hier. Wenn die da so zwischen den vertrockneten Kornähren rumstehen, ist das bestimmt auch nicht so cool, ne?
die ganzen Brandgeschütze angeflogen kommen. Wahnsinn. So, das war's, ne? Ja, Schlacht dürfte gewonnen sein jetzt. Und die karthagischen Hopliten konnten nicht mal eingreifen. Problem an der Sache, die sind halt jetzt noch da, ne? Ja. Aber die Stadt verteidigen werde ich ja wohl können. Nur ich habe das Gefühl, ich muss mit Hannibals Armee jetzt sowieso nochmal wieder mich einschiffen oder sonst was machen. Das wird alles ein bisschen schwer, aber ich habe echt Kills gemacht. Schau dir das an. Die Fernkämpfer ja, alle über 100. 800 Verlust beim Feind. Ja, also man sollte auch die leichten Plänkler halt nicht unterschätzen. Ne? Die können schon was machen. Das so, ist schon ziemlich stark. Ja. Ich kann nichts auswählen, weil... Ich bin noch nicht zurück. Moment. Oh mein Gott. Ah, jetzt geht's. So, ne? Ja, dann save direkt mal am besten. Steuerung S, geht das hier? Ich glaube, ich muss erst auswählen, dass ich die Stadt besetze. Ja, ich könnte sie natürlich jetzt auch einfach plündern und wieder meine anderen Städte verteidigen gehen. Wie wäre denn das? Wenn du dann knapp bei Kasse bist, lohnt sich das hin und wieder. Dann habe ich nicht so viel zu halten. Ich verdiene 2000, das ist jetzt nicht so viel, oder? 2000, das geht noch. Soll ich plündern? Du, ich bin der falsche Kampagnenberater für den Job. Also, ich persönlich greife ja nur eine Provinz an, wenn ich sie auch irgendwie halten kann, ne? Das ist halt so meine Art, irgendwie. Das Ding ist halt, ich überlege mir an der Stelle, du willst sie ja wahrscheinlich ja später dann doch irgendwie erobern, ne? Und dann hast du da so einen total... so eine total verbaute Fraktion, ne? Und da ist alles kaputt ja, das ist halt immer so ein Problem. Denn ich will sie nicht halten, ich kann das alles nicht halten. Ich habe jetzt habe jetzt mit einer Armee 3 Städte hintereinander erobert. Und überall kommen die Flotten und belagern mich. Da muss ich jetzt erstmal zurück nach Lepkis. Ja. Und die Stadt wurde geplündert und dadurch habe ich jetzt mal ein bisschen Geld auf dem Konto und kann auch was tun gegen diese ganzen doofen Typen, die da kommen und mir Aua machen wollen. Streit macht Flotte aufstellen. Das kommt jetzt mal. Angriffstetriere, Turm, Pentiere, schwere Turm, Heptiere. Ich glaube, eine Angriffstetriere ist am besten eigentlich zum Rammen, oder? Rammen ist bestimmt ganz cool. Aber so eine schwere Turmherpetiere hat natürlich viel bessere Werte teilweise. Müsste eigentlich mit Ammonion ein Weltwunder eingenommen haben, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Aber wo ist denn das? Das müsste das Ding... Ist es das Teil hier? Ganz schlecht sagen. Bin jetzt etwas verwirrt. Die Angriffsdiere hat genau dieselben Werte wie die Feuertopfdiere. Nein, die haben eine unterschiedliche Reichweite oder irgendwie sowas, meine ich, oder? Nee, alles gleich. Ah. Aber die Feuertopf-Dingsbums, die ist halt ganz cool gegen andere Schiffe wegen dem Feuer, ne? Das kann der Angriffsdiere doch auch, oder? Oder nicht? Hab noch nicht so viele Seeschlachten gemacht. Wir brauchen gute, starke Männer. Nehmen jetzt mal 3 von den komischen Feuertopfdieren mit der Kohle, damit ich mich mal ein bisschen gegen die Schiffe wehren kann. Mache, Junge. Ah, doch, hier, da ist es ja. Das Orakel des Amun-Re, Wunder. +2 öffentliche Ordnung pro Runde, fraktionsweit. -20% gegen fremde Besetzung, fraktionsweit. Moment, es wurde doch gesagt, man kann einzelne Truppen aus Armeen nicht rausbewegen und zu anderen Armeen hinzufügen, einfach so. Ja, wenn du halt mit General zu General gehst, dann passt das halt. Dann geht das. Ja. Wir kämpfen für euch, mein Herr, mein Herr. Mach ich mal. Wir nehmen jetzt übrigens schon eine halbe Stunde auf. Sollten wir an der Stelle vielleicht einen kleinen Cut machen? Jo, machen wir. Würde sich anbieten. Störung S erstmal. So. Das sind ja richtig lange Folgen jetzt wieder. Alles nur wegen mir. Exakt. Naja.
Du wirst ja auch, wenn du dann im Krieg mit den Ptolemäern bist oder mit wem auch immer, du bist ja selber Ptolemäer, mit den Seleukiden oder sonst wem, je nachdem. Ja, da wird das auch noch lange dauern, ja. Also, nee, keine Sorge. Das war ja jetzt auch bei mir anderen Faktoren geschuldet, weil ich ja momentan erstmal aufbaue. Und du führst halt erstmal Krieg. Also ist halt auch eine unterschiedliche Spielweise. Dem muss man schon Rechnung tragen. Okay, ja, Leute, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sind im nächsten Part wieder dabei. Mal gucken, ob ich hier meinen Bürgeraufstand niederschlagen kann. Das wird eine knifflige Nummer. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut bis dahin. Pax vobiscum, valete. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer General Pilophas.